Okay. Richtung Verbandsaufbau unterwegs war. Bereits 1963 nach Afrika gegangen, dort war es ein erstes Projekt, eine Textilfabrik in Tunesien. Sind auch seitdem immer in Afrika permanent tätig und wir können sagen, dass wir fast in 35 Ländern waren. Was ist ein Joint Venture? Das kann von klassischen Nachunternehmertum anfangen bis hin zur Gründung von neuen Unternehmen vor Ort. Wir müssen die Projekte bankable machen. Die müssen finanzierbar sein und das muss nachweisbar sein, dass das sich lohnt. Wir sagen immer, give them numbers.